Pfusch, da starten wir ins All. Da zünden die Triebwerke und unser erstes Großkampfschiff rast hinaus aus der Schiffswerft, wo es errichtet worden ist, hinaus in die Schwärze des Weltalls und hinaus zu unseren Feinden, zu den Terranern, die eben noch in der letzten Folge dieses Let's Plays mit Galactic Civilizations 3 einen Handel mit uns abgeschlossen haben, Zakor, und das war nicht unbedingt die klügste Entscheidung der KI, wie auch immer. Uns steht jetzt erstmal eine Schlacht bevor, das ist eine mit einer Piratenflotte, und dann geht es den Menschlein an den Kragen, nicht? Genau, das ist unser Plan. Wir werden die Piraten auf dem Weg zum Menschenterritorium erstmal säubern. Und dann werden wir möglichst bald eine Invasion starten. Auf die Erde oder auf andere Kolonien. Schiffswerft, beschäftigungslos. Bei Drengi, das ist unsere Heimatwerft. Da könnten wir, vielleicht könnten wir da jetzt tatsächlich schon mal ein Invasionsschiff bauen. Was hältst du davon? Was passiert denn mit der Bevölkerung auf Drengi? Auf Drengi und auf Wurmfortsatz? Kommt ein Teil der Bevölkerung automatisch als Soldaten da an Bord? Das funktioniert ähnlich wie bei den Kolonieschiffen. Das heißt, wir wählen dann wieder selbstständig aus, von wem und wie viel wir nehmen. Das heißt, das liegt uns dann zu. Steht uns zu, das auszuwählen, ja. In Drengi erreichen wir bald die Obergrenze der Bevölkerung. In Wurmfortsatz noch lange nicht. Können wir denn mit dem Soldatenschiff dann an einen anderen Planeten fliegen, wo eventuell auch noch in Anführungszeichen überschüssige Bevölkerung darauf wartet, als Kanonenfutter an der Front verheizt zu werden, dass wir dann mitnehmen können? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gehen müsste. Also bei Kolonieschiffen geht es und bei Transportschiffen müsste es auch gehen. Ja, dann können wir das doch machen. Wir können jetzt übrigens, können wir nochmal ganz kurz auf Drengi gehen, auf unsere Heimatwelt? Dort haben wir doch dieses freie Feld uns erschlossen. Ja. Vielleicht können wir da jetzt noch die Xenofarm hinbauen. Was denkst du? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir haben zwar jetzt durch unseren Handel mit Technologien und so etwas mehr Nahrung, aber die Nahrung wird dort trotzdem bald knapp werden. Also hier wird ein Invasionsschiff jetzt gebaut. In der Schiffswerft. Die heißen, dort weiter unten sind die. Intruder heißen die, also der Eindringling. Da ist es. Und der hat 7 Bewegungspunkte, das heißt, der ist sehr flink, das ist auch gut. Und hat eine sehr hohe Reichweite. Vielleicht, was können wir denn noch machen? Wir könnten eventuell, da der ja sowieso nicht alleine fliegen wird, könnten wir den ein wenig modifizieren. Das würde ich vorschlagen, dass wir dem die Sensoren rausnehmen und ihn dafür schneller machen. Was hältst du davon? Denn der muss ja selber eigentlich nicht viel sehen. Das heißt, wenn der. Hat er überhaupt Sensoren? Nee, okay. Moment, das ist ein anderes Schiff. Das ist ein anderer. Den Intruder, genau. Ja. Mal schauen, was da hat. Transportmodul. Das muss drin bleiben. Hyperdrive ebenfalls. Die Sensoren könnten wir rausnehmen. Das kann raus. Mit Doppelklick kannst du das machen. Ja. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Die Reichweite. Wie viel haben wir denn von diesen Reichweitenteilen? Da haben wir eine ganze Menge. Da können wir auch, glaube ich, einen rausnehmen. Der braucht ja genauso viel Reichweite wie die Kampfschiffe, die ihn begleiten. Ja. Wo ist nochmal hier rechts oben die Reichweite? Das ist hier Ship Range. 55,2. Da müssen wir mal gucken, wie viel die anderen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so viel Reichweite nicht brauchen. Wir haben ja die Sternbasis an der Front, also. Genau, gegebenenfalls kann man das ja immer noch korrigieren. Ja, ja. Also ich würde da einen zumindest rausnehmen und dafür jetzt einen Antrieb noch rein. Was meinst du? Noch einen Antrieb, damit der schneller unterwegs ist. Wir haben derzeit 7 Fortbewegungspunkte, das ist nicht allzu viel. Genau, nimm diesen Plus, den Hyperdrive Plus, der bringt uns 2 Punkte noch. Wo ist vorne, wo ist hinten, hier ist hinten. Wir sollten vielleicht auch mal gucken, haben wir genug Platz? Haben wir genug Platz für den? Ja. Ich denke schon. Dass wir einen hinbekommen. Genau, wenn du mit dem Mauszeiger auf die roten Punkte gehst, das war dieser Trick. Ich weiß. Ja, ich suche irgendein Plätzchen, wo man den, wo der in der Mitte ist. Der hat schon überall Antriebe, wo du gerne einen Antrieb hinpacken würdest, oder? Genau. Hat knapp gereicht. Jetzt hat er 2, einen kleinen und einen großen dort. Ja.
Na gut. Achso, der hatte noch einen da drunter. Ja, da unten war, glaube ich, schon einer. Der ist jetzt wieder weg. Der hat mich überbaut. Na, der ist noch da, glaube ich. Aber der sieht jetzt so komisch verschluckt aus. Das sieht nicht so ideal aus. Das ist ja ganz doof. Das geht ja gar nicht. Dann nimm den mal noch raus, oder? Das heißt, wir nehmen den hier wieder weg. Und den da, der hier ist das, ne? Ja, ja. Den nehmen wir auch weg. Da ist er. Nee, das ist Transportmodul. Achso, nee, das sollte drin bleiben. Da ist der. Das ist der. Ja. Nehmen wir den raus, nehmen zwei Hyperdrives, machen die in mittlerer Größe nur und setzen die einmal links, einmal rechts dran. Mhm. Hier drunter. Hier ein da. Mhm. Ein da. Ja, das sieht doch hübsch aus. Ja. Alles klar. Und jetzt hat er. Aber wir haben ja immer noch Platz. Vielleicht können wir noch einen rein. Wir haben schon 11 Bewegungspunkte jetzt. Sag mal, stimmt das denn? 91? Wir müssten noch einen sogar irgendwo hinbauen können. 11. Schiffsreichweite 44. Bewaffnung ist Quatsch, ne? Ja, das bringt beim Transportschiff nicht viel. Wir können noch einen draufpacken. Nimm ruhig den Plus. Du hast jetzt den normalen, glaube ich, ausgewählt. Ja. Was ist das hier? Das ist für den Kampf. Das braucht er also auch nicht. Da sind die im Kampf dann ein bisschen zügiger. Ja, wohin? Und wenn wir den, können wir denn die Menge an Soldaten, die da mitnehmen kann, können wir die vergrößern? Wir könnten gucken, ob man noch ein zweites Transportmodul draufpacken könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das wird wahrscheinlich auch zu teuer sein. So viel Platz haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Dort unten hast du das Transportmodul. Das kostet 25 Platz. Das heißt, so viel Platz haben wir gar nicht mehr. Die Frage ist, ob wir wirklich all die, ob wir vielleicht einen Antrieb wegnehmen, würde das dann reichen? Aber ich glaube auch gar nicht, dass wir so viel Soldaten brauchen. Die Drängen sind relativ stark, also in den Spielen, die ich gespielt habe, hat das eigentlich immer gereicht, mit einem Transporter eine Welt einzunehmen. Weil wir relativ stark sind und alles wir haben auch noch diesen technologischen Bonus uns geholt. Das heißt, solange die Menschen jetzt nicht plötzlich irgendwelche großen Verteidigungssysteme schon gebaut haben, ich würde ja zumindest ganz gerne auch die Erde angreifen und wäre ich KI, würde ich die Erde ganz gut defensiv verstärken. Na, aber da können wir auch einen Transporter mehr schicken. Da müssen wir nicht die einzelnen Transporter so gut machen. Aber wäre dann das nicht gleich ein quasi sowas wie, hätten wir nicht quasi dann zwei Transporter in einem? Weil die Kapazität, der hat doch ein Transportmodul im Augenblick an Bord, wenn wir ein zweites dazu nehmen. Ja, aber du musst auch dran denken, wenn du einen Transporter einsetzt, dann ist der weg. Der ist dann weg. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt einen großen Kampfpod oder einen großen Transporter bauen und den einsetzen auf der Erde zum Beispiel, dann ist der weg. Wenn wir aber mit zwei Transportern angreifen, dann haben wir die gleiche Truppenzahl, aber zumindest einen Transport noch übrig am Ende. Das heißt, am Ende des Kampfes wird nur ein Transporter eingesetzt zur Besetzung der Erde und der andere verbleibt in der Flotte. Ja. Ach, das ist ja interessant. Dann lass uns das so machen. Dann nehmen wir hier noch einen Hyperdrive Plus. Das heißt natürlich gesetzt den Fall, dass wir den Kampf gewinnen. Ach ja, natürlich. Wir haben dich doch dabei. Aber davon schicke ich dich in die Schlacht. Du bist einer der wenigen Kommandanten in der Geschichte der Drängen, die für ihr die für ihre Ehre in den Kampf mit einziehen durften. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du ja an meinem Stuhl sägst. Kann das sein? Nein. Ich gönne dir deinen Stuhl. Ich habe nur eine Ladung Holzwürmer bestellt. Ach so. Ja, also ist ja egal. Irgendwo drauf. Geht dort unten irgendwo in der Mitte. Nicht noch einer hin? Unten in der Mitte? Wäre das nicht? Ja, das sieht doch hübsch aus. Den noch ein bisschen kleiner. Ja. So. Alles klar. Jetzt können wir das speichern. Das ist jetzt der... Ja, ein Transporter, ein schnelles Transportschiff. Wie könnte man das nennen? Deutsche Post? Nee. Deutsche Post? So kriegerisch stelle ich mir die nicht vor. Wie wär's denn mit Langschiff, wie die Schiffe der Wikinger? Oder das sind ja Terraner, Begriffe aus der Menschengeschichte. Das trifft's ja gar nicht. Oder irgendetwas, was nicht... Wie wär's denn mit einer Bezeichnung, die dann, wenn die Menschen zum Beispiel Spione einsetzen, um unsere Flotte auszukundschaften, nicht gleich erkennen, welche Funktion das Schiff hat? Irgendetwas, was unsere wahren Absichten verbirgt. Terraner Schlechter.
Oder wie wär's mit ein Geschenkpaket, könnte man es auch nennen. Geschenkpaket, das wäre auch eine Möglichkeit. Überraschungspaket. Ja. Aber das ist jetzt wirklich ein schnelles Schiff, das heißt, wir werden damit schnell an die Front kommen. Aber das ist auch ganz gut, weil die müssen wir ja möglichst außerhalb der Reichweite aller gegnerischen Flotten halten. Und das ist immer gut, wenn das ein schnelles Schiff ist. Intruder, das war das Standardschiff und stattdessen nehmen wir hier den Terraner Schlechter. Mhm. Machen den wieder weg. Ja. Alles klar? Ja. Hihi. Und mit unserem Kampfschiff, mit unserem Großkampfschiff können wir jetzt in Richtung Terraner losfliegen. Wird gemacht. Das ist die. Das ist es, genau. Ja. Und, sieht ganz hübsch aus, so stromlinienförmig, so ein bisschen wie ein Space Shuttle. Ja. Auf geht's. Kann man schon ein bisschen im Voraus bis hierhin einstellen. Auf Vermessen. Ist auch wahrscheinlich ein Kampfschiff fertig geworden. Das heißt, wir könnten jetzt entweder hier noch ein zweites bauen. Klar. Oder auch ein Transportschiff. Ich würde vielleicht erstmal ein Kampfschiff bauen. Noch ein. Wie hießen die nochmal? Die hießen Torturer, glaube ich, haben wir einen. Genau. Das waren die neuen, ja. Die neuen. Die dauert nur eine Runde, also wir haben hier richtig, richtig viel Produktion. Kommt gleich ein zweites dahinter stecken. Mhm. Was ich mich gerade frage, ist diese Tech hier. Ah, nee. Das würde dann bei kinetischen Waffen wirken, aber die Schiffe, die wir im Moment. Naja, gut, diese eine. Deshalb vielleicht doch eher ein Transportschiff zuerst, ne? Wir könnten es ja schon mal anbauen. Dann ist es noch nicht fertig. Wir müssen noch keine Bevölkerung einstecken. Und nächste Runde können wir dann weiter Kriegsschiffe bauen. Weißt du? Aber dann müssten wir statt. Aber was bauen wir hier stattdessen? Nee, wir können ja ruhig weiterbauen. Der dauert ja zwei Runden. Nur der dauert ich meinte ja, dort Ach jetzt so. ein Terraner Schlechter jetzt zu bauen. Jetzt habe ich verstanden, alles klar. Eine Runde anbauen und nächste Runde haben wir dann die Technologie und können die besseren Quäler alles bauen. Alles klar. Die besseren Torturer. So machen wir das. Ja. Den können wir auch wahrscheinlich. Achso. Ah, jetzt sind wir bei den Piraten. Die sind vor uns geflohen. Das heißt, die versuchen zu fliehen. Ja. Nee, die fliehen nicht. Die versuchen hier, sich zu vereinigen mit dieser Flotte hier. Sollen sie ruhig. Da haben wir gleich einen Feind mehr, den wir abschlachten können. Ja. Die ziehen wir zusammen. Ja. Und jetzt können wir unsere. Genau, unsere Bergbaustation Gold, Gold, Gold können wir jetzt zu Gold, 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 Gold machen. Wunderbar. Wird hier noch mehr hergestellt. An Ressourcen. An Durantium. Und an Thulium war das hier oben, ne? Das ist Promethion. Promethion? Ach guck, wie cool das aussieht. Das ist eine riesige Goldkugel, könnte man sagen. Sehr, sehr hübsch. Und da sind schon unsere Bergbaustationen zu sehen, die dort umherkreisen. Traumhaft. Das sind diese 10% unserer Aufmerksamkeit, die wir nicht in den Krieg stecken. Ja. Da machen wir dann solche schönen Gebäude. Hier wird Durantium abgebaut. Ja. Okay. Dann haben wir hier noch ein Schiffchen. Ja, hier wollen wir immer noch rauskriegen. Was sind das hier eigentlich für Herrschaften? Das sind, also die Weißen, das müsste, glaube ich, Iridium oder? Ikonianer. Ikonianer sind das. Sie sind eine sehr alte Rasse, aber. Deshalb sind die auch nur schwarz-weiß. Die haben den Farbfernseher noch nicht erfunden. Raumfahrt war drin, Farbfernseher nicht. Ja, na, die Geschichte dieser Rasse ist, glaube ich, die sind eine sehr alte Rasse, aber die haben sich selbst Roboter gebaut. Eigentlich als Diener, aber diese Diener haben sich dann gegen sie gewandt und sie mussten fliehen von ihrem Heimatplaneten. Oh Gott. Und dann sind sie jetzt natürlich in einer sehr misslichen Lage. Ja, die haben ein volles Mitgefühl. Also eine Rasse, die Roboter baut als Haushaltsdiener und sich von diesen besseren Staubsaugern vom eigenen Planeten vertreiben lässt. Die hat mein volles, aufrichtiges Mitgefühl. Wie kann man nur so doof sein? Ja, vor allem, wie kann man so doof sein, dass man vor diesem Kampf, vor diesen bösen Robotern flieht und direkt in unsere Hände. Das ist ja wirklich... Also, das war nicht so clever. Ja. Da hätte Charles Darwin hier nur ein mitleidiges Lächeln im Repertoire. Der Kampf
der Evolution. Da bleiben die auf der Strecke. Ja, also die Galaxis ist riesengroß. Wir können nebeneinander existieren oder... Hört mal, ihr Lieben. Ja, da gibt's ja gar keine böse Antwort. Nö. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Die sind ja beide viel zu handzahm, die Antworten. Also rollenspielmäßig. Sollte doch auch immer eine sein, wo man ein bisschen auf... Ja, eben. Auf zwei Freundlichkeiten. Dicke Hose macht, sozusagen. Was klingt denn verlogener? Wir können koexistieren oder... Die Galaxis ist groß genug für uns beide. Das könnte eventuell noch eine... Ach, ist egal, ich klicke mal einfach auf irgendwas. Ich glaube, das hat im Moment auch noch keine Nachteile. Egal, was. Und was ist das hier? Eine Schiffswerft von denen, ja. Die auf den schönen Namen Stefan hört. Stefan Shipyard. Mhm. Der baut ein Kolonieschiff. Die ist ja wirklich hübsch, ne? Mhm. Sehr, sehr adrett. Ich glaube, die sieht ähnlich aus wie das von dieser kleinen Rasse, die wir getroffen haben. Mhm. Sehr, sehr hübsch. So, da können wir jetzt noch weiter reinfliegen. Um ja, unsere zukünftigen, Bewegungspunkt. Um unsere zukünftigen Planeten zu beäugen. Ich bleibe mal ein bisschen am Rand, weil wir haben nur noch einen Punkt mit dem und ich würde ganz gerne rein und wieder rausfliegen. So, du willst ja den Ruf nicht verderben. Ja. Ich mache mal rechts einen Bogen drumherum und dann gucken wir mal. Na gut. Aber, Zakor, wir könnten im Diplomatie-Menü schon mal gucken, wie viele Planeten die haben. Hm. Ja, Ikonia, ne? Hübsch. Hübsche Grafik. Sind das da, was ist das für eine Platte, die der da hinterm Kopf hat? Das sieht lustig aus. Ist das die. Sehr seltsam. Ist das die neueste Hut-Kollektion der Ikonianer? Möglicherweise. Wie viele Planeten haben die? Drei Stück. Haben auch nur drei. Das war wenig. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die ganzen besiedelbaren Planeten bei uns sind. Das ist ja. Genau. Die haben wir alle uns einverleibt. Noch ein Schiffchen, das nichts zu tun hat? Für die KI. Ah, das ist unser Wurmmaulwurf, der durch die Nacht fliegt. Mhm. Um dort die eine. Der fliegt. Sternbasis zu verstärken. Wo ist sie nochmal? Ich hab schon wieder den Überblick verloren. Ach, die Sternbasen, die haben keine eigenen Kulturgrenzen, ne? Doch, dort rechts. Dort rechts. Da ist sie. Alles klar. Das kommt davon, wenn du andauernd die Karte so drehst, Zakor. Da verliert man komplett die Übersicht. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was wieder in mich gefahren ist. Also da solltest du echt an dir arbeiten. Es ist so schlimm. Ein Kriegsschiff Aber Richtung Norden. Danke, dass du auf mich aufpasst. Ja. Irgendjemand muss ja auf dich aufpassen. Dafür sind wir zwei. Damit keiner verrückt spielt. Deshalb hatte Lord Krona auch zwei primäre Exekutoren ernannt. Das ist unser erster Quäler dort, der erste Torturer. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt in einem Schlag, glaube ich, unsere Militärmacht verdoppelt oder verdreifacht. Mhm. Drei Schiffe in einer Runde fertiggestellt haben. Das kann sich schon sehen lassen. Das finde ich auch. Eine Runde weiter. Der erste Transporter. Genau, so sieht er aus. Und der fliegt auch schon, wie uns angezeigt wird, zu einem blauen Planeten hin. Kleine Kapseln lösen sich vom Rumpf, da sind die Invasionssoldaten drin, und streuen runter auf die Planetenoberfläche. Um als Touristen runterzukommen und mal allen Terranern mal freundlich die Patschhand zu schütteln. Meinst du, die machen da nur Urlaub? Das sind alles Urlauber. Ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß nicht woher. Ich habe mal gerüchteweise gehört, die Menschheitsgeschichte sei voll von Science-Fiction-Geschichten darüber, dass Aliens von fremden Planeten kriegerische Absichten hätten. Ich habe mal irgendwas gehört von einem Terraner-Autoren in der Literatur, H.G. Wells, und seinem Krieg der Welten, der behauptet hat, Außerirdische, die könnte nur in feindlicher Absicht runterkommen. Weiser Mann. Hm. Ich hoffe, dass sie ihn nicht zu ernst nehmen, sondern ihn weiter als Literatur nehmen. Als Phantasten. Genau. Würde uns in die Hände spielen. Wie viel? Nun ist die Frage, das ist ja Wormulus und Ermessen. Das sind unsere Produktionsplaneten dort im Süden, wenn wir jetzt so gucken. Was mich gerade ärgert, ist, ich hatte hier die Anzeige rechts auf den Schiffen und nicht auf den Planeten. Du kannst auch, wenn du jetzt da auf Cancel drückst, das abbrichst, passiert nichts. Du kannst das im Nachhinein auch noch machen. Da musst du jetzt wieder auf die Schiffswerft dort unten bei Vermessen.
Moment, ja, vermessen hier? Weiter unten, weiter unten. Und das Schiff wird dort immer noch sein. Siehst du, dort ist wieder dieses klitzekleine Symbol bei Defending Fleet, das ist die verteidigende Flotte. Da. Da ist jetzt der Transporter drin. Und den können wir jederzeit auswerfen. Dann schauen wir mal in Wurmulus, wie ist die Bevölkerung dort? Weit vom Limit entfernt. 5,4 von 18 Bevölkerungspunkten nur gefüllt in Vermessen. Das lohnt sich auch kaum. Wie sieht's denn in Worms of Thrones aus? Auf dem Weg dorthin. Da können wir schon eher was mitnehmen. Das macht eher Sinn. Wie voll machst du so ein Schiff und wie viel passt überhaupt drauf? Man kann dort maximal 3 Millionen draufpacken beim Transportschiff. Das ist ja nicht so viel. Lass uns die doch alle mitnehmen von Worms of Thrones. Oder... Naja, das ist die Frage. Das ist unser zweiter Forschungsplanet. Willst du den wirklich so schwächen? Aber dem Tempo, bei dem der wächst, wir können auch keine Farmen mehr errichten, das ist ja rapzapf wieder gefüllt. Was wäre denn dein Vorschlag? Ein bisschen Zwischenstation vielleicht, dort? Vielleicht ein bisschen von jedem. Vielleicht 1 Million von dem, 1 Million von dem und ja. 1 Million von dem. Das heißt, deine Weisheit besteht darin, mir einen faulen Kompromiss anzutragen. Aber warte mal, wir müssen den ja nicht jetzt schon auswerfen. Wir haben den ja sehr schnell gemacht. Ja. Das heißt, wir können den auch erst losschicken, wenn unsere Kriegsflotte schon an der Front ist. Und er rückt dann einfach nach. Der ist ja doppelt so schnell wie unsere Kriegsschiffe. Das heißt, wir lassen den noch eine Runde da stehen? Ja, eine Runde oder zwei Runden. Kriegsschiffe sind ja so langsam, genau. Ja, durch die Waffen, da kann man dann nicht so viel Antriebe reinpacken. Da wollen wir das auf jeden Fall hin. Ja, das Forschung. Ist unser Ziel. Kinetische Miniaturisierung. Damit können wir jetzt ein neues Raumschiff-Design entwerfen, oder? Ich glaube ja, dass die da müsste wahrscheinlich schon eins automatisch jetzt entworfen sein. Gucken wir gleich mal. Genau. Jetzt kommen wir, je weiter wir nach rechts kommen, desto teurer wird die Einzeltechnologie. Deshalb machen wir das ja oft so, dass wir erstmal die anderen, dass wir uns gar nicht so früh spezialisieren, sondern erstmal die billigen Technologien einsammeln. Aber das ist natürlich trotzdem ja verlockend, ne? Ja, da ist halt dieser Durantium-Massetreiber, den wir haben ja so viel Durantium. Der ist wirklich stark. Also ich würde den schon noch mitnehmen. Dann im Moment brauchen wir ja nichts weiter. Okay. Das ist unsere Flotte und die kann jetzt auch tatsächlich endlich angreifen. Na, die kommt immer noch nicht dicht genug ran. Nee, leider doch nicht. Jetzt sind, und da hinten sehen wir auch die Schiffswerf der Piraten. Können wir die vielleicht sogar angreifen? Naja. Die könnten wir angreifen, aber das ist nicht so sicher, dass wir das gewinnen mit dieser kleinen Flotte. Da müssten wir vielleicht unsere Kriegsschiffe noch dazuziehen. Also die hier packen wir auf jeden Fall und dann gucken wir mal weiter. Das müsste gehen, ja. So, und hier können wir jetzt ein bisschen reinfliegen. Wir haben 4 Punkte. 1, 2. Da sehen wir einen Planeten, Stefan. So sieht Stefan aus. Und wieder raus. Das ist eine Durantiumquelle, anscheinend schon angeschlossen. Ja. Da ist schon eine Raffinerie. Und hier fliegen wir zu dieser Station hin. Wir haben Glück gehabt, keine Piraten. Ja, auf du hast gerade wahrscheinlich gestockt. Wenn er jetzt ein Pirat gewesen wäre, hättest du furchtbar mit mir geschimpft. Ne? Da hätte ich wieder, nein. Ich habe richtig gehört, wie dein Atem stockte. Ernsthaft. Ja, also für einen Moment habe ich gedacht, ja, wenn da jetzt Piraten sind. Dann trage ich das dem Daniel für immer nach. Ach was. Ach doch. So, wäre nichts Böses passiert. Nein. So, und hier das ist unser Kriegsschiff. Den würde ich jetzt dort zu den Piraten ziehen, oder? Ja. Der kann ja dort im Kampf helfen. Genau. Wenn wir dort die Werft angreifen wollen, wäre das gar nicht so schlecht. So, jetzt gucken wir uns mal die Schiffstypen an. Kein neuer dabei. Was haben wir da jetzt bekommen? Ich glaube, der Torturer ist jetzt auf M2. Der hat jetzt mehr. Der hat jetzt eine Waffe mehr anscheinend. Statt 3 hat er jetzt 4. Ganz genau. Weil die Miniaturisierung, die Waffen um 20% verkleinert hat. Da können wir statt 3 jetzt 4 reinmachen. Ich sehe die Waffenpunkte. Warum stehen hier denn gar keine Waffenpunkte? Du hast, hä? Ja, tatsächlich komisch. Klick nochmal drauf, vielleicht auf diesen anderen. Da jetzt. Nee, jetzt ist es. Da war noch, da muss noch irgendwas anderes ausgewählt worden sein. Okay. Ausgewählt gewesen sein.
Ja, der hat jetzt 4 Waffen und einen Antrieb wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Das heißt, und Bewegungspunkte wieder 5. Dauert eine Weile, bis deine Front ist, finde ich aber nicht so schlimm. Ja. Ja, bei Kampfschiffen ist es halt immer das Problem. Wenn man die zu schnell macht, dann sind sie wieder zu schwach. Mhm. Das ist, da muss man immer ein bisschen zurückstecken. Also bauen wir hier einen Torturer 2. Können sogar eventuell gleich welche upgraden. Ne? Mhm. Aber das können wir ja kurz vorm Kampf. Wo kann man die denn upgraden? Nur innerhalb der eigenen Kulturgrenzen oder nur an Schisswerften oder wo? Ich glaube nur innerhalb der eigenen Grenzen. Also im Einflussbereich sozusagen. Das sind ja nicht wirklich eigene Grenzen. Der Gegner kann ja dort reinfliegen, aber das ist der Einflussbereich, den okay. man hat. So war es zumindest vorher immer. Ne? Es kann ja sein, dass da was verändert wurde, aber müsste eigentlich noch so sein. Ein Wurmmaulwurf. Den, ah ja, der wurde fertiggestellt. Mit dem könnten wir jetzt auch wieder eine Sternbasis verstärken. Aber welche? Ich glaube, wir haben gar keine mehr zum Verstärken. Warum haben wir den eigentlich gebaut? Haben wir den nicht als Platzfüller? Als, ja, als, der war als Platzfüller und wir hatten den vergessen, wieder rauszunehmen. Sowas. Lass uns auch mal schauen. Aber wenn er schon mal da ist, können wir vielleicht noch was Sinnvolles mit ihm machen. Diese Durantium-Vorkommen, da verbrauchen wir pro Schiff, das die nutzt, jeweils pro eines, Waffe, nicht? Pro Waffe sogar. Pro Waffe. Das macht also schon Sinn, da noch mehr zu erschließen. Ja. Und wo sind hier noch nicht angeschlossen Durantium-Vorkommen? Da ist sogar eins in der Nähe. Direkt vor der Nase. Oder eins, das irgendwo in der Nähe ist und das wir noch okkupieren können. Sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben schon alles, was sonst in Sicht ist. Ja. Dann nehmen wir das hier. Wir könnten vielleicht auch mal ein weiteres Erkundungsschiff bauen. Vielleicht könnten wir mal ein Schiff bauen, das den hier Dorn hat, um dort ein bisschen zu erkunden. Um hier, ne? Es gibt ja, das könnte ich vielleicht mal kurz sagen, da es in der Diskussion ist, ob das ein Exploit ist. Denn man kann im Moment auf Cargo-Schiffe, also auf Frachtschiffe, sehr, sehr viele Sensoren auf einmal stellen. Dann ist das Schiff relativ langsam, hat keine große Reichweite, aber sieht extrem weit. Das muss also dann wirklich nicht weit fliegen, um neue Gebiete zu erforschen. Aber das macht natürlich dieses Erkunden ein bisschen kaputt. Denn man hat ja Freude darauf, daran, so die Gebiete aufzudecken, dahin zu fliegen. Und wenn man plötzlich ein Schiff hat, das irgendwie 20 Felder gleich in alle Richtungen aufdeckt, dann ist das natürlich ein bisschen, macht das diese Erkundung ein bisschen kaputt. Mhm. Aber vielleicht könnten wir einen Kompromiss finden, dass wir nicht so extrem viele Sensoren draufpacken. Das würde ich demnächst vielleicht mal in Angriff nehmen. Das können wir gerne machen, aber zuerst wollen wir mal mit Wurmmaulwurf gucken, wo wir hier die nächste Raumstation bauen. Also das hier wollen wir anschließen, dieses Durantium-Vorkommen. Ja. Irgendwas anderes, was wir da anschließen können, ich sehe ja eigentlich nichts. Insofern ist das fast schon egal, wo wir das bauen. Na, ich würde den dort in Richtung dieser zwei Planeten bauen, um dort einfach unseren Einfluss geltend zu machen. Entschuldigung, rechts oder links? Diese zwei nach links, dort diese zwei besiedelbaren Planeten. Alles klar. Genau, einfach um unseren Einfluss dort geltend zu machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, hierhin zum Beispiel. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da müsste auch nächste Runde dann prima dort bauen können. Dann geht es, weil hier ist es ein Achterplanet. Du musst, glaube ich, wenn du den Bewegungsbefehl jetzt anhast, dann wird er, glaube ich, nächste Runde im Rundenwechsel fliegen, aber dann wirst du nicht mehr die Sternbasis bauen können. Ich würde den Befehl abbrechen. Weißt du, sonst fliegt er nur hin, aber wird die Sternbasis nicht bauen. Den Befehl muss man ja extra geben, dass wir den nicht nächste Runde vergessen, weißt du? Klug. So viele Planeten, die wir im Augenblick alle nicht besiedeln, weil wir nur noch eins im Sinn haben, Zakor. Und das ist... Angreifen. Da liegst du vollkommen daneben. Das ist Blutwein. Ach so. Und jetzt... Macht sie fertig. Angriff auf die Menschheit. Terraner, wir kommen.